Herzlich willkommen heute wieder zum Lernen der Zukunft Experten-Talk. Heute habe ich einen ganz spannenden Gast, oder vielleicht muss ich sagen Gästin, wenn wir alles gendern wollen würden, aber ich glaube, das ist nicht der Weg, den sie geht, das Gendering, sondern sie zeigt tatsächlich, wie Frauen mindestens so erfolgreich sein können wie Männer, aber mit der Tendenz nach eher noch mehr. Und die eine oder andere Strategie, die sie verfolgt hat, scheint aufzugehen. Sie veranstaltet mittlerweile schon mehrere Kongresse im Jahr. Feminist-Kongress heißt der. Und da sprechen jeweils ganz tolle Speakerinnen, Rednerinnen, Trainerinnen. Wir Männer, sage ich jetzt einmal, könnten auch ganz viel von ihr und von den Damen lernen. Und das ist vielleicht auch die Idee von dem Talk hier. Es soll nicht nur sein, dass die Frauen vorankommen, sondern die Männer. Und ich glaube, im Zusammenwirken sind wir immer noch am stärksten. Aber das ist jetzt einmal eine Frage, die ich in den Raum stelle. Ich begrüße ganz herzlich und freue mich sehr, Marina Fries. Grüß dich. Danke dir für die Einladung. Lieben gerne. Bist du bereit für ein spannendes Gespräch, ganz viel Wert zu bieten? Are you ready? Ich bin total ready. Wunderbar, wunderbar. Ich habe schon versucht, das eine oder andere über dich jetzt zusammenzufassen. Mhm. Wenn du in 2-3 Minuten einmal erklären möchtest, wie dein Weg dahin war, jetzt plötzlich sage ich mal, einfach diese grandiose Idee zu haben, die Ladies vorne anzustellen und diese auf die Bühne zu bringen. Und vor allen Dingen auch deine Netzwerke so aufzubauen, dass du dann auch die Hallen voll kriegst. Also angefangen hat alles eigentlich im Endeffekt bei mir vor 11 Jahren, als ich in die Trainerbranche durch Zufall gerutscht bin. Aber wir wissen ja, wie das mit den Zufällen. Mit dem Zufall und so, ja. Ja, genau. Und ich habe dann nach einer Zeit im Endeffekt immer wieder festgestellt, dass es fantastische Trainer am Markt gibt, auch wirklich gute Trainerinnen, nur leider vielmals halt mehr die Trainer im Fokus standen, auf großen Bühnen, bei Vorträgen und. Ja, und dann kam mit einer Prosecco-Laune mit 2 Freundinnen die Idee, einfach mal einen Kongress zu gestalten, auf dem eben nur Frauen sprechen. Ja, und aus dieser Prosecco-Laune ist jetzt der Feminist-Kongress geworden. Den gibt es jetzt seit 2013, mehrfach im Jahr, immer mit 300 bis 500 Teilnehmerinnen. Woran man auch sieht, dass... Also wir sprechen jetzt 2016. Wenn Sie das anschauen, in 2018 können das schon 5000 sein. Ich weiß nicht, gell? Man weiß es nicht. Never know what you're gonna get, yeah? Forrest Gump. Ja, so ist es. Wobei es mir dabei geht, es geht mir nicht darum, dass Frauen irgendwie erfolgreicher werden sollen als Männer, sondern mein Ziel ist es, auch nicht glücklicher als Männer, mein Ziel ist es... Aber generell glücklicher und zufriedener in ihrem Job auch, oder? Ja, und dass die eben in ihrer Weiblichkeit erfolgreich werden. Ne? Also, dass sich eben dieses Thema Weiblichkeit und Erfolg nicht mehr länger ausschließt, indem man irgendwie sich nur Erfolgsstrategien von Männern aneignet, sondern wirklich mal schaut, wer bin ich, was will ich wirklich und wie kann ich dadurch erfolgreich werden. Ne? Und das ist deine Wahrnehmung, dass dem so ist? Das unterstelle ich mal, dass das nicht zwangsläufig der Fall ist. Also ich sehe genauso große, tolle Frauen wie große, tolle Männer. Also ja. Es waren mehr Frauen mittlerweile. Als auf der Bühne, meinst du? Ja, also jetzt, ich meine, ich lese auch viel und da habe ich viele, viele tolle weibliche Autorinnen, Wissenschaftlerinnen, aber auch so die populärwissenschaftlich tätig sind. Ich meine, das ist mittlerweile sicher 50-50, mindestens. Also meine Wahrnehmung ist da auf jeden Fall... Ich lese auch so selektiv, ich weiß es nicht, aber nicht absichtlich. Nee, was die Trainertätigkeit betrifft, ist auf jeden Fall der Markt immer noch sehr stark männlich dominiert. Aha, was ja auch okay ist. Also wie gesagt, mir geht es hier nicht um irgendwie ein Gender-Thema, wie du es vorher gesagt hast. Mir geht darum, ich möchte halt Frauen eine Plattform bieten, sich bekannter zu machen. Ne? Mhm. Genau. Das ist sicher einer der Stärken, die Ladies mitbringen, wo ich bei manchen Männern auch vermisst. Es sind viele Einzelkämpfer unterwegs, was jetzt auch nicht notwendigerweise für Erfolg spricht. Ja? Dann so ist es. Und der große Gamechanger, der große Aha-Moment damals, ich glaube auch mit Anthony Robbins, war einer der dich da vorangebracht hat. Ist das richtig?
Ja, was heißt vorangebracht? Also ich war damals halt in einem Umbruch, wo ich gesagt habe, ich war zwar schon selbstständig, habe aber immer andere Trainer vermarktet und habe mir dann überlegt, irgendwie will ich was Eigenes machen. Aber ich habe da ganz lange überlegt und hin und her und ich wusste überhaupt nicht, in welche Richtung und was ich da machen sollte. Und dann war ich eben 4 Tage bei Toni auf Seminar gewesen und habe mir vorher halt als Ziel gesetzt, wenn ich da aus dem Seminar rauskomme, weiß ich, wo es bei mir jetzt beruflich weiterhin geht. Ne? Und so war es dann im Endeffekt auch. Also das heißt, ja, dadurch hat er mit den Stein ins Rollen gebracht. Also da entstand die Idee auf dem Seminar, genau. Okay. Der Trigger, ja. Das Erfolgsgeheimnis des Tony Robbins hast du ja auch einmal versucht zu lüften in einem deiner Beiträge, in einem ganz coolen Buch übrigens. Das ist so ein Sammelband, der mir ziemlich gut gefällt. So sieht zu Hause, da geht es um Trainer-Marketing eigentlich. Mhm. Und da hat die Marina einen richtig coolen Beitrag drin. Eigentlich um Eigenmarketing geht es da und da hat unter anderem das Erfolgsgeheimnis des Tony Robbins unter anderem mit drin und das habe ich spannend gefunden. Wie ist das? Ja, also ich kenne natürlich durch meine langjährige Erfahrung an dem Markt halt einfach viele Trainer und habe dann einfach mir mal überlegt, okay, warum gibt es Trainer, die gar nicht erfolgreich sind? Warum gibt es Trainer, die so mittelmäßig erfolgreich sind? Und warum gibt es Trainer, die super erfolgreich sind? Ja. Und beim Tony ist es natürlich klar, der erste Punkt, er war einer der ersten am Markt. Ne, da war der Markt noch nicht so überlaufen, wie es jetzt ist. Der zweite Punkt bei Tony ist auf jeden Fall sein Charisma, also wie er kommunizieren kann. Ne, und man hat natürlich bei ihm auch immer das Gefühl, egal ob da jetzt 5000 Menschen drin sitzen, 7000 Menschen drin sitzen, dass er nur mit einem persönlich spricht. Ne, und unglaubliche Präsenz. Ja. Genau, so ist das. Und er ist ja, glaube ich, an 2,10 Meter oder so, also gefühlt. Ja, da ist ja alles groß. Ne? Also von dem möchte ich keine geklatscht kriegen, ne? Mit den Riesen. Ich glaube, der macht auch eher Tai Chi als Kung Fu, aber... Ja, so ist es. Genau, ja, und was eben bei ihm auch ein ganz wichtiger, entscheidender Punkt ist, wenn man jetzt bei dem Thema Status sind, er ist halt jemand, der hat ja von sich aus einen sehr hohen Status, also der weiß genau, wer er ist, was er darstellt, was er kann, er ist super selbstbewusst, super selbstsicher, aber er schafft es halt, sich mit allen, die quasi in seiner Nähe sind, auf eine Stufe zu stellen, ne? Sich dem Status Rapport herzustellen, oder beim NLP. Jargon. Ja, kannst du auch Rapport herstellen, dann klar, ich meine, der kommt ja auch aus dem NLP-Bereich, ne? Und ja, da ist er hat das, glaube ich, ein bisschen umbenannt. Bei ihm heißt es irgendwie Neuro Associative Conditioning, so hat es geheißen. Aber das nennt ja gerade jeder um, ne? Ja, klar. Das ist halt wieder was zum schönen Verkaufen. Marketing ist ja genial. Ja, so ist es. Ja, aber das ist es halt einfach bei ihm, ne? Weil er ist, ich erlebe das ja immer wieder jetzt auch in der Trainerbranche bei vielen, die eben sehr statushoch ausgeprägt sind, also die nach innen einen hohen Status haben und auch nach außen oder die nach außen einen hohen Status haben, aber nach innen einen tiefen Status haben. Das heißt, die sind eigentlich gar nicht... Wie ist das, wie nimmt man das wahr? Wie macht man sowas aktiv? Oder ist das einfach ein Ergebnis, das dann in dir so interpretiert wird? Nein, also über Status gibt es ja ganz viele Bücher und alles drum und dran, das kommt jetzt auch nicht von mir, aber du erkennst es halt bei vielen draußen anhand dessen, wie sie im Umgang mit anderen Menschen sind, ne? Also sind sie wertschätzend und neutral und gehen sie auf die anderen Personen ein oder sind sie halt von oben herab und alleine bei vielen Trainern auf der Bühne finde ich schon, siehst du, dass viele einfach komplett von oben herab sind und das brauchen sie halt entweder um ihren eigenen Status zu erhöhen, weil sie selbst halt weniger Selbstbewusstsein haben oder wenn sie wirklich innen einen hohen Status haben und nach außen dann auch einen hohen Status haben, dann ist natürlich auch diese narzisstische Veranlagung halt einfach auch sehr stark dann wieder ausgeprägt. Ne? Und glaubst du, dass die weniger zum Erfolg neigen als die anderen? Doch, die sind dann auch erfolgreich. Ein Jürgen Höller beispielsweise, der hat sicherlich beides. Also der ist einer, der nach außen, glaube ich, groß auftritt und nach innen sich, glaube ich, auch groß fühlt. Genau. Und der hat auch die Hand mit. Also das ist jetzt schon der Guru-Mensch irgendwie. Ja, aber er ist auf einer ganz anderen Ebene ein Guru-Mensch wie ein Tony Robbins und ich finde ein Jürgen Höller. This is no question about it. Ich meine, Robbins schon. Vergleich. Ja. Deswegen, also von daher, und das ist das, was ich meine, ne? Und wenn du mich fragst, was ist das Geheimnis auch mit seines Erfolges, dann ist es einfach, dass er sich nicht auf die Bühne stellt und sagt, ich bin was Besseres als ihr, deswegen seid ihr jetzt alle da und ihr müsst genau das machen, was ich euch sage, damit aus euch in eurem Leben jemals mal wieder was wird,
ne, sondern dass er einfach sagt, hey, ich bin mit euch zusammen hier, ich will mit euch zusammen wachsen, ihr seid mir wichtig. Ne? Ja, und er stellt sich auf dieselbe Stufe, wie du sagst. Also er gemeinsam sozusagen der Inter Pares, ja. Der, wie heißt das denn? Da gibt es doch wie heißt das? Inter Pares. Der Keine Ahnung. Dergleichen, der gleiche unter Gleichgestellten, sowas. Ja. Ja. Aber worum es eigentlich im Endeffekt geht, dass ja. ich der Meinung bin, dass das die Trainer der Zukunft sind. Ja. Ich glaube, dass alles andere früher oder später nicht mehr den Erfolg haben wird, wie es vielleicht jetzt noch der Fall ist, weil ich einfach glaube, dass die Menschen aufwachen und einfach keine Lust mehr haben, sich irgendwie niedriger oder wertloser zu fühlen, wie die Menschen, die denen eigentlich helfen sollen, sich besser zu fühlen. Ich weiß es nicht. Ich liebte es, dir zuzustimmen. Ich glaube aber, dass die Leute schon Lieder suchen. Dass dadurch, dass heute, es gibt keine Kirche mehr, die was vorgibt, es gibt keine Führungskräfte, die was vorgeben, das sind alles mehr oder weniger Weicheier. Sag jetzt, das ist der männliche Part, weiß ich nicht. Ja? Und das, es gibt, wenn eine Kanzlerin sich traut, einen Weg vorzugeben, dann wird sie jahrelang auf sie eingedroschen. Wenn sie sagt, wir packen das, wir schaffen das, dann ist sie plötzlich der AVD. Verstehst du mich? Also ich glaube schon, dass die Leute eine Art von Leadership brauchen, eine Art von Vision brauchen, in der man hinterherstreben kann. Und da muss einer da sein, der den Weg vorgeht und vorgibt, sage ich jetzt. Definitiv. Aber demokratisch glücklich werden ist schwierig. Also das merkt man ja auch jetzt aktuell. Es gibt unterschiedliche Wege oder Arten, einen Weg vorzugeben. Du kannst einen Weg wertschätzen und respektvoll vorgeben. Du kannst einen Weg aber so vorgeben, dass du andere niedermachst oder denen sagst, sie wären nicht gut genug. Wer wäre das? Mir würde jetzt da, also vielleicht der Herr Ruhleder, der dann so mit dem spielt ein bisschen, ja, aber... Schon so ein paar. Manche machen es sehr offensichtlich und manche machen. Der Rolf Ruhleder, das ist einer der heftigsten Trainer irgendwie, der sich da eindeutig drüber stellt. Aber ja, das ist, glaube ich, so nicht der Einzige. Ich würde nie einen Namen nennen, weißt du, weil das muss jeder für sich selber wissen. Ich würde nie hergehen und sagen. Der hat es als seine Marke, deswegen kann man das sagen. Ja, ja. Also der ist der härteste Trainer Deutschlands oder so ähnlich, ja. Ja, aber wie gesagt, also es passiert auf ganz offensichtliche Art und Weise draußen und es passiert auf ganz subtile Art und Weise draußen. Ne? Mir ist es egal, die Trainer, viele von denen sind bestimmt berechtigt erfolgreich, weil sie gute Dinge getan haben. Das ist auch völlig in Ordnung. Wie gesagt, ich glaube einfach nur, dass sich früher oder später, auch wenn es noch ein bisschen dauern wird, die eigene Wertschätzung zu sich selbst dahingehend ändern wird, dass sich die Menschen genauer angucken, wem sie folgen. Weil das wir Führer brauchen, ist ja klar. Na, das ist ja ganz logisch. Ja. Und das sind jetzt die einen. Die Frage ist jetzt aber, wie werden wir zu den anderen? Und das ist jetzt, wo ich so dankbar bin, dass du heute da bist. Ja. Weil mir scheint, es ist einer deiner Kernthemen, dieses mehr Mut zum Ich, könnte man sagen, aber wirklich dieses, es klingt jetzt sehr pathetisch, ist es aber absolut nicht. Also dieses sich selber einmal kennenlernen, über sich herausfinden, was ist es denn, was mich ausmacht, warum bin ich überhaupt liebenswert, warum bin ich da, was sind meine, was ist das meine, was ist mein Weg, meine Herausforderung, was macht mich anders als die anderen, aber nicht als USP, als Verkaufspoint, sondern als Lebenssinn. Eben, ich meine, das bei dir eines der Themen ist, oder? Das ist eh dein Verkaufspoint. Das ist ja das Paradoxe da dran. Ja, es scheint dann in eins überzugehen, ja? Nein, aber im Endeffekt, also mir geht es darum, weißt du, und das sind alles Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ne? Wenn ich mir jetzt so mein erstes Buch durchlese, da war ich auch noch auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Wenn man jetzt das zweite Buch liest, da sind schon wieder komplette Welten dazwischen. Ja, da sind auch vor allen Dingen Ladies mit dabei, die beitragen, nicht? Genau. Ja, aber auch von Empfehlung wirklich, die Alpha DNA 2, glaube ich, heißt es. Genau, ja. Richtig. Aber auch von der Grundausrichtung, wo ich einfach vorher auch viel gesagt habe, man braucht eine bestimmte Kommunikation und eine bestimmte Körpersprache und das braucht man und das braucht man und das braucht man, um erfolgreich zu sein. Sehr gut. Ja, aber gerne, weil es ist wirklich gut und empfehlenswert. Ja. Tolle Danke. Frauen sind auch drinnen, die tolle Beiträge geschrieben haben. Ja. Das zum Punkt kommen auch, ja, nicht schwafeln, ja. Sondern... Das stimmt. Ja, und was ich jetzt aber einfach in den letzten Monaten für mich einfach festgestellt habe, ist, dass es
meiner Meinung nach, und das ist meine Meinung, jeder lebt ja in seiner eigenen Welt, dass es nur einen Weg zum Erfolg gibt und das ist der Weg zu einem selbst. Ne? Also, dass man sich einfach besser kennenlernt, weil natürlich kann ich immer zu jemandem hingehen oder zu einem Trainer hingehen und sagen, okay, alles klar, jetzt lege ich dir 1.000 Euro auf den Tisch, jetzt mach mich mal erfolgreich. Ne? Kommt viel in der Branche. Das war Boris Grundl, ja genau, der hat ja dieses mach mich erfolgreich. Ja. Mach mich erfolgreich, genau. Ja. Aber egal wie gut ein Trainer ist, ob es jetzt ein Tony Robbins ist oder whatever, keiner weiß ganz genau im Detail, wie er dich erfolgreich zu machen hat, weil er dich ja gar nicht kennt, ne, als Person. Also jetzt nicht dich als Person, sondern die Person, die ist halt dann... Ist Erfolg das Ziel oder ist glücklich sein das Ziel? Also für mich ist Erfolg ja jetzt nicht nur Karriere und Geld, ne? Ja. Sondern bei mir ist Erfolg, hat viel mit Erfüllung auf jeder Ebene zu tun. Ne? Okay, das gibt also ein bisschen immer holistischer. Bitte? Ein bisschen holistischer. Ja, aber wir reden ja hier, bei dir ist es ja, geht es ja auch um Erfolg, oder? Auch natürlich, nur nicht nur monetär. Erfolg ist ja viel was Größeres. Ja, ja. Aber deswegen sage ich, wenn man erfolgreich sein will, dann führt meiner Meinung nach der Weg erstmal zu einem selbst. Und Erfolg halt einfach egal in welchem Lebensbereich. Ne? Und dass man einfach sich die Zeit nimmt und sich mit sich selbst mal auseinandersetzt.